in my life! Was sollt ihr machen? Attack, attack. Go, go under attack. Also immer noch bei Sven? Ja, ich sehe schon. Sven hält ihn. Sven hält ihn. Alter. So, komm. Feel my pain. When it comes to me and you, we're not the same. This is so far from a game. Ladies and Gentlemen, nein, wir klauen nicht von Pete, den ich die Ansage, also halt die Schnauze. Heute mit einem wunderbaren Special Guest, der guten David, Alice Roth, God of Nightmare, man kennt ihn unter vielen Namen. Ich kenne ihn unter David. Aber ich muss jetzt erstmal leiser machen. Moment. Er ist jetzt beschäftigt, erstmal leiser zu machen. Sven ist auch dabei. Hallo. Seht ihr in seiner Sicht. Wir spielen Crucible und es ist das quasi erste Spiel von Amazon Games, was erschienen ist, neben New World, was noch in diesem Jahr kommt. Und es ist es gibt zwei Spielmodis, einmal einen Duo, der Battle Royale-like ist, und diesen wunderschönen 4-gegen-4er-Modus, den wir jetzt gerade spielen, ja. Und oben sieht man braucht 3 Herzen zum Gewinnen. Das sind hier Schwammherzen, man sieht, das hat diesen Käfern. Und die snaggeln wir uns jetzt alle. Und dann haben wir gewonnen. So easy ist das. Bin ich jetzt unsichtbar oder was habe ich jetzt gemacht? Ja, du bist ein unsichtbarer Hamster. Yay! Jetzt hat er akzeptiert, dass er eine Katze ist. Ein Hamster. Verdammt! So. Und es gibt auch ein Heldensystem. Was man einfach daran sieht, dass wir verschiedene Charaktere haben hier. Wie ich das im Englischen ausgesprochen habe. Richtig. So. Und Mingo ist unser Random, der sehr krass ist. Krasser Typ. Guck mal, wie krass er vorausläuft, Leute. Ja, weißt du, in welche Richtung es gehen soll? Wenn du jetzt in das gelbe Zeug gehst, bist du, by the way, unsichtbar. Das stimmt. Es gibt auch grüne Pflanzen, die du kaputt machen kannst. Die haben dann so einen Heilbuff auf Zeit. Okay. Und wenn du jetzt auf Shift gehst, hast du diesen Scanner. Steuerung meinst du? Steuerung, ja. Ja, man muss wissen, David hat schon 20 Spielstunden drin, ne? Der ist ja so Main. Der total. Der hat gesagt, er carried uns easy durch, dass wir auf jeden Fall in der ersten Folge sagen können, easy win. Ehre. Werden wir wahrscheinlich sogar sagen können. Also bisher, ihr könnt by the way auch mit dem Scanner die Gegner scannen. Durch die Wände. Grisha-Style. Was ein bisschen krass ist, finde ich. Aber könnt ihr ja auch. Ja. Geht das eigentlich schneller, wenn alle das machen, oder kann das immer nur einer machen? Das kann immer nur einer machen. Also sowas einnehmen kann immer nur einer. Ein Harvest liefert halt Essenzen auf Zeit und Essenzen brauchst du halt, um die Stufe aufzusteigen. Also das ist das blaue Zeug, was beispielsweise Mobs spawnen lassen. Wenn sie sterben, genau. Wo ist denn hier? Warte mal, ich hab doch hier schon einen. Da. Alter, damit regelt ihr schon alleine. Das ist ja nur ein Mob. Ja, Mobs ist egal. Mobs, sag ich mal. Mobs eigentlich, oder muss jeder die quasi selber aufheben? Die muss jeder selber aufheben. Also, was Energie etc. angeht, das muss jeder selber handeln. Okay. Sonst wäre es ja auch komplett easy, dadurch zu sagen. Ein bisschen kannst du schon heilen, dein Ernst. Was denn? Nee, das sage ich jetzt nicht. Ich habe das so eingesammelt, weil ich es haben wollte. 95% noch voll hier. Das war heil. Also hier in der Nähe scheinen noch keine Gegner zu sein. Also entweder die sind jetzt noch gerade am Farmen wegen Level. Ja. Oder die sind komplett random und wissen nicht, was ab. Wobei ich sagen muss, der Level 17er, der ist wahrscheinlich schon ein bisschen gefährlicher. Ja, ich glaube, der läuft voraus und dachte hinterher. Wahrscheinlich. Würde ich mir vorstellen. Ja, wie ist das eigentlich, wenn man jetzt einen killt? Ist der dann komplett raus oder kann er wieder belebt werden? Du wirst respawned. Also du hast eine Respawn-Time, die läuft dann runter und dann kannst du eben einen neuen Punkt auswählen, wo du dann einsteigst. Okay. Ist den Gegner? Genau. Ja, ich sehe es. Ja, ich sehe. Alles klar, ich komme entgegen. Achso, könnt ihr jetzt aussehen, wenn ich hier Röntgenblick mache, oder? Wie bitte? Wenn ich hier jetzt meine Brille aufsetze, da. Von der Katze da. Nee, das können wir nicht sehen, aber ich denke mal, also ich weiß es nicht ganz genau, du wirst sie wahrscheinlich markieren. Hab ihn, ich hab ihn gefangen. Ich hab ihn gerade. Ja.
Nice one. Das, er hat sich weg. Oh, ist er tot? Nee. Ja, noch einer. Hier. Ist hier vorne ist noch einer. Ah, da ist er. Kann man da nicht markieren? Wow. Ah, ist klar. Boom. Levelaufstieg, nice, geil. Oh, noch einer. Um die Ecke. Level. Ah, das ist meine Lady hier. Oh, moin. Von hinten? Auch noch einer? Oh, von hinten. Oh. Sven ist konzentriert tot. Scheiße. Ich bin auch tot. Ich will mir eine Kartoffel. Einer ist tot. Ich sehe, du bist gerade verfolgt. Warte mal, die werden doch gerade den Schwarm attackieren, oder? Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Da ist meine Maus. Da geh ich hin. Hast du auch eine Attacke-Tour, Sven? Ich hatte auch eine Kartoffel, das ist nicht so wirklich. Alles klar. Gut, bleib ich hin. Gudi, wo bist du denn da hinten? Oh, lalala. Vorsicht, Katze ist ja weg. NPCs sind nicht gerade blöd, sag ich mal. Naja, ich bin direkt bei einem NPC gespawnt, der mich jetzt mal angegriffen. Okay, hier ist so ein Schwan, soll ich das gleich einnehmen oder? Der spawnt jetzt erst auf Time, wir müssen erstmal den Schwan hier hinten besiegen. Okay. Da ist Yannick am nächsten sogar gerade aktuell. Jetzt muss ich mal gucken. Ist hier irgendwo ein Gegner? Nein. Also der Schwan wäre sogar free. Alles klar. Oder? Ja. Die sind wahrscheinlich hier hinten auf ihrer Hälfte gespawnt. Ja, ich renne mal zu dir, damit wir auf jeden Fall dann zu zweit sind. Ja, das wäre ganz wichtig, weil der Schwarm macht schon gut Damage. Ah, okay. Ah, da ist auch noch ein Gegner. Na, ich bin noch 150 Meter entfernt. Ja, ich sehe ihn. Da bist du ja. Wenn du ihn siehst. Das Gute ist, der Schwarm attackiert halt alle. Naja, es sind zwei Gegner. Okay. Ja, ich bin tot. Soll ich umdrehen? Das ist im anderen. Weil ich glaube, zwei Meter. Ja, geht mal zum anderen. Wäre, glaube ich, da kann ich auch direkt spawnen. Das wäre ganz gut. Ja, ist klar. Dann haben wir auch schon zur Hälfte wahrscheinlich, oder? Alter, ist die Katze langsam. Du läufst doch gerade eher Yannick entgegen. Als. Oh, zum anderen Schwarm runter. Bei mir ist auch ein Gegner. Der war links von mir. Hallo. Achso, Mingo will das mal extrahieren. Da sind gerade Gegner, glaube ich, gelaufen. Naja. Also ich bin jetzt beim anderen Schwarm schon, das spawnt gleich. Da waren die Gegner. Ja, okay, ich verstehe. Die haben sich schon was dabei gedacht. Mhm, okay, na, I know. Wieso wir sind ah, ja. Ein? Okay, I know. Mit der Maus hast du übrigens Ping. Aha. Achso, du hast es. Okay, 440 Meter entfernt. Haben wir hier irgendwo einen. Da halt. Kann man hier eigentlich das Herz auch wegnehmen oder ist das quasi bei den Safe? Nee, das ist Safe. Also das Herz. Egal wie, das ist safe. Alles klar. Bin vor Ort. Ich auch. Ah, deswegen 38. Also dafür ist da, weißt du, Umrandung. Ja, dafür, dass es gleich da ist. Ah, okay. Ja, genau, das ist so ein Timer, der zeigt dir an, wann es denn dann spawnt. So. Ich werde jetzt noch ein Harvest einnehmen, damit wir noch ein bisschen schneller die Energie regenerieren, also die Level aufsteigen, etc. Ja. So, dann gehst du gleich halt ab. Interagiere mit dem Ziel. 6, 5, 4, 3, 2. Da ist der Gegner 1. Bei uns. Ist der Gegner? Ja, ich bin da. Okay, 2. Alter, bitte weg. Nice. Nice. Was sollt ihr machen? Attack, attack. Go, go under attack.
Also immer noch bei Sven? Ja, ich sehe schon. Sven hält ihn. Alter. Komm. Ich bin tot. Scheiße. Ja, aber bin ich jetzt die S-Bein da. Das heißt, jetzt ist. Ich bin jetzt wieder gespawnt und direkt wieder unterwegs. Also, es laufen da echt schon eine Weile, muss man einfach sagen. Alter. Oder. Okay, alles klar. Die haben Ahnung. Bist du down oder wie? Noch nicht. Aber fast. Lalalalalalal. Aber alleine ist es auch nicht so geil. Ja, jetzt bin ich down. Wir müssen halt den Schwarm einbauen, das ist blöd. Ich warte mal hier, dass wir wieder zu zweit sind. Die werden den halt jetzt richtig schnell down bekommen. Ja. Schwarm besiegt. Natürlich belassen. Okay. Wie gleich bei dir, Yannick? Dann geht mal lieber zum anderen Schwarm. Versucht den vielleicht abzucampen. Ja, der ist in 3 Minuten da. Ist doch noch. Mingo wird angegriffen, Sven. Jo. Ah, oh, schön. Den können wir. Okay, Mingo. Sind direkt an ihm gespawnt. Ja, nice. Sehr praktisch. Eure Gegner haben das Schlammherz erobert. Oh, die haben sich gegenseitig gekillt. Wie cool. Verdammt, sie brauchen nur noch ein Herz. Okay, 2-0. Okay, also ein Herz noch. Mal gucken. Also hier sehe ich jetzt keinen in der Nähe. Aua. Das sind ein paar Monster, die man angreifen kann hier. Ja, wie man auf jeden Fall sieht, das Spiel gehört auf jeden Fall zu dem PvE-VP. Ja, das auf jeden Fall. Man hat zum Beispiel jetzt hier den Nahkämpfer und gibt auf jeden Fall alle möglichen Klassen. Fällt dir eigentlich was auf? Dass ich mega schlecht bin? Nee. An dem Charakter, den du spielst. Es ähnelt einem Charakter, den du schon mal gespielt hast in deinem Leben. Meinst du jetzt auf Paragon? Ja. Okay. Ja, den Grux hieß er? Ja, genau. Ja. Aber ich freue mich immer noch auf den Nachfolger, bin ich ganz ehrlich. Ich habe den Nachfolger gespielt und der ist nicht so gut. Aber der soll doch erst rauskommen. Ja, der hat aber sehr viele Beta-Phasen und Alpha-Phasen, etc. Und ich war bei einigen mit dabei und ja. Aber ähnlich ist das von der Optik her? Also ist es auch so Unreal Engine? Optik, ja. Allerdings nicht so gut wie damals das Original. Also. Ich find's immer noch doof, dass. Oh, da kommt was? Feder! Ja, da ist ein Gegner. Ich weiß nicht. Allein, weißt du, der lockt davor. Hat er so von gerade. Wo ist er denn? Er ist hinter euch rum. Ja, das sind nur eine Bälle. Oh, Achtung. Oh, da muss ich weg. Da muss ich ganz schnell weg. Okay, jetzt teleportiert er sich weg. Das ist eigentlich hier OP, die Kacke. Ich hab mir ein Medikit gegönnt. Ja, was ist das da für ein fettes Ding? Das ist der Schwarm. Oh, wieder schon gekillt. Oh, Sniper, Alter. Ich bin tot. Direkt bei mir, Mali. Alter. Was ist denn bitte schon für Timing hier? Alter. Ja, das ist ja richtig. Also. Ja. Aber das ist auch 7 und 17, weißt du? Das Matchmaking da ist schon noch nicht so gleichförmig, ne? Nee, es ist. Ich sag mal so, als Anfänger ist es schwierig reinzukommen. Vor allem, wenn man direkt gegen den 17er spielt. Ja. Das ist wirklich. Ich dachte nicht, dass da so ein. Wahrscheinlich sind die auch, keine Ahnung,
spielen die alle zusammen oder so. So. Und der eine ist halt der. Ist. Ja. Okay, GG. Hey, zweiter! Wow, Silber! Geil! Oh Mann, ey, das war ja richtig klatsch. Ja, würde mich belassen, weil ich keinen Kill gemacht hätte. Ich würde mich jetzt auch belassen. Upsi. Wir achten nicht auf den Schaden, ja. Kill ist wichtig. Oh doch, Schaden ist viel, viel wichtiger. Nee. Oh doch. Nee, die Essenz ist, glaube ich, immer noch der wichtigste. Oh, da bin ich immer ins Weiter. Ja Leute, das war auf jeden Fall Folge 1 von Crucible. Wir werden nochmal eine Runde testen. Und gucken, ob wir es vielleicht mal besser hinkriegen und nicht gegen richtig krasse Leute gerankt werden. In Anführungszeichen gerankt. Schaut auf jeden Fall bei David dabei in der Videobeschreibung und oben rechts in der Infokarte. Findet ihr seinen Twitch-Kanal God of Nightmare? Lasst auf Follow da. Vielleicht machen wir auch da mal einen Gastauftritt. Je nachdem, wie es bei ihm aussieht, ob da Gäste erlaubt sind. Natürlich, also wirklich. Immer wieder gern. Hey Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Tschüss. It ain't nothing but hard work and dedication. Quit complaining. Look at my life. Feel my pain. When it comes to me and you, we're not the same. This is so far from a game. What you saying?